Mir hat ganz besonders gefallen, dass mir die Herzen vieler Menschen entgegengeschlagen haben. Und zwar nicht einstudiert wie in totalitären Systemen, sondern dass die Menschen am Rande des Weges standen, dass sie nicht nur mit Fähnchen gewunken haben, sondern dass sie gebetet haben, gesungen haben. Manche hatten auch fast wässrige Augen. Ich habe noch mehr gelernt, die Vielfalt derer, die mit dem DRW zu tun haben. Auf der einen Seite die Menschen, vom Kind bis zum Senior, ja zum Schwerstkranken, die vom DRW begleitet werden, für die das DRW ein echter Schutz und Schirm ist. Geborgenheit, Wärme braucht jeder Mensch. Und gleichzeitig ist mir heute noch mal stärker aufgegangen, wir haben einerseits die Menschen, die diesen Schutz und Schirm in Anspruch nehmen. Das Wort vom Klienten mag ich nicht so gern. Das klingt mir zu stark nach Kommerz und Dienstleistung, sondern es sind Menschen, die in der Rolle des Begleitetwerdens und Gefördertwerdens stehen. Aber das ist undenkbar, etwa durch einen Roboter, sondern es ist ganz viel Manpower und Womenpower dahinter. Wenn ich sehe, wie viele Frauen und Männer hoch engagiert, auch spirituell verwurzelt, diese Hilfestellungen, diese Wegbegleitung anbieten. Also was mir heute noch mal ganz neu aufgegangen ist, Ursberg ist weniger jetzt eine Institution, sondern es ist eine Lebensgemeinschaft von Menschen sehr unterschiedlicher Rollen und auch Bedingtheiten des Lebens, aber es ist Lebensgemeinschaft. Der Besuch unseres Bischofs ist eine große Auszeichnung insgesamt fürs Dominikus Ringeisenwerk und für alle Menschen, die hier arbeiten und sich einsetzen. Mit Bischof Bertram bin ich seit über 40 Jahren bekannt und man kann sagen befreundet. Und seine unkomplizierte, auf die Menschen zugehende Art und Weise, es war einfach schön, das zu erleben, ihn zu erleben und auch sein Interesse, sein großes, offenes Interesse für unsere Arbeit zu erfahren. Alles, alles Gute und Gottes Segen euch allen.